Senta Berger gehört zu den großen Schauspielerpersönlichkeiten, die im Film oder im Theater eine Geschichte von Menschen erzählen können, die unerhört fremd, unheimlich vertraut, geisterhaft nah und unergründlich fern zugleich erscheinen. Ihre Ausdruckskraft besitzt eine eigene Magie, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über Senta Berger zu ihrem 80. Geburtstag. Die gebürtige Österreicherin brilliert als Schauspieltalent in zahlreichen deutschen Film- und Fernsehproduktionen. Doch ihre Künste gehen weit über die nationalen Grenzen hinaus. In Hollywood steht die Schönheit vor der Kamera mit Legenden wie Kirk Douglas oder Charlton Heston. Aber ganz gleich, an wessen Seite die Grande Dame über die Kinoleinwände flackert, die drei wichtigsten Männer in ihrem Leben warten zu Hause auf sie. Mit ihrem Mann Michael Verhoeven geht die Wienerin schon seit 1964 durchs Leben. Der Filmregisseur ist besonders in schwierigen Zeiten immer ihre Stütze, wie sie uns im Interview erzählt. Das war mein Mann, das war mein Halt, das war mein Geliebter, das war mein Alles. Ich war absolut unantastbar und das habe ich ausgestrahlt, sagt sie. Mit der Liebe ihres Lebens bekommt die Schauspiellegende zwei Söhne, Luca und Simon Verhoeven. Und in dieser Familie liegt ganz offenbar nicht nur die Attraktivität, sondern auch die Leidenschaft zum Film und zur Schauspielkunst in den Genen. Der 48-jährige Simon hat sich in der Filmbranche als Schauspieler und Regisseur einen Namen gemacht. Und auch Sohn Luca eifert als Regisseur und Produzent seinen berühmten Eltern nach. Das Happy End gibt es eben nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern auch im richtigen Leben.